Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Sternzeichenlegung. Und zwar ist das jetzt die Sternzeichenlegung Nummer 10. Das heißt, wir sind jetzt bei den Steinböcken angelangt. Und das bedeutet, wenn du die Sonne, den Mond, den Aszendent im Zeichen Steinbock hast, ist das hier deine Legung. Solltest du für jemand anders zuschauen, bist du natürlich ebenso herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Birgit, du bist hier bei Tarot und Zahlenmagie. Und Zahlenmagie bedeutet, dass ich auch als Numerologin arbeite und die Zahlen natürlich immer wieder mit in die Legung mit einbringe, je nachdem, welche Karte natürlich kommt. Für den Fall, dass es für dich interessant sein sollte, mal selber reinzuschnuppern, was es mit der Numerologie für dich ganz persönlich auf sich hat, da kannst du mich gerne anschreiben. E-Mail-Adresse ist unten in der Videobeschreibung, denn ich verschenke Kurzanalysen. Das heißt, 10 Minuten eine persönliche Kurzanalyse und dann kannst du ja mal gucken, ob du vielleicht sogar eine ausführliche Persönlichkeitsanalyse möchtest. Und da möchte ich jeden herzlich zu einladen. Ja. Okay, ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Genau, Karten wie immer unten in der Videobeschreibung und dann legen wir jetzt einfach doch mal los. Okay, also für die Steinböcke, für den Monat Juni, das hatte ich noch gar nicht gesagt, ne? Für den Monat Juni 2024, welche Energie bekommen wir hier? Steinbock, Monat Juni 2024, was ist hier die Energie? Da haben wir schon die erste. Hier kommt die nächste. Nein, die möchte nicht. Aber die möchte. So, gucken wir doch mal. Und noch. Wir sind ein bisschen klebrig, weil die Karten noch neu sind. Und manchmal nicht so ganz einfach, je nach Material. Okay, am unteren Kartenrand schaue ich, wenn wir einmal durch sind mit den fünf hier oben. Da gucken wir doch mal, was hier im Juni für die Steinböcke ansteht. Oh, wie schön. Ja, das Gericht. Na, guck mal eine an. Die hatte ich doch irgendwie jetzt gerade auch in der Legung als allererstes. In einer Sternzeichenlegung. Egal. Die 7 der Münzen. Auch eine bekannte. Die 5 der Kelche, ja. Die 6 der Münzen. Und was haben wir noch hier? Wir haben den Buben der Kelche. Sehr, sehr schön. Okay, mal ganz unabhängig von den Sternzeichenlegungen, das Gericht passt auch hervorragend zur Wochenbotschaft. Ja, das nur mal so am Rand, also für die erste Woche vom Juni jetzt. Gut, also das Gericht, da geht es natürlich darum, dass man sich von etwas befreit, dass man etwas loslässt. Die Karte sagt ja das ganz große Loslassen und das ist eine komplett richtig durch und durch beglückende Energie, die diese Karte hier ausdrückt. Du siehst, sie ist ja sozusagen, hier, sie steigt hier auf in höhere Sphären. Also sie verlässt ihren Körper. Das hat jetzt natürlich nichts mit Tod zu tun, sondern dieses Irdische, dieses ganz materiell Denkende und erweitert ihr Bewusstsein. Das macht man natürlich nicht auf der irdischen Ebene sogar, sondern eben auf der geistigen Ebene. Und hier geht es darum, dass es eine durch und durch beglückende Erfahrung ist. Es geht um was sehr, sehr Positives. Es geht darum, dass man wirklich etwas Altes endlich hinter sich lässt und dass man sozusagen aufsteigen kann dahin, wo man sich, wo es halt für einen jetzt besser geeignet ist als vorher. Weil sonst könnte dieser Aufstieg nicht passieren, denn nur dann ist es möglich, wenn die Bereitschaft da ist, wenn es soweit ist und wenn sozusagen die Seele sagt, so jetzt geht's mal hier eine Runde weiter und dann werden wir auch dahin geführt, wo es dann halt als nächstes hingehen soll. Mit den 7 Münzen haben wir hier auch die Saat und das bedeutet natürlich, dass wenn ich etwas gesät habe, dann brauche ich ein bisschen Geduld. Und muss da nicht dann am Gras ziehen, dann wächst nämlich auch nicht schneller. Und halt, aber er hält hier so seine Hand hier drauf. Also er unterstützt seine eigene Saat, die er gesät hat, mit seiner Energie, gibt die da rein und ist aber auch tatsächlich etwas geduldig. Und also Geduld ist halt oftmals doch eine ganz gute Geschichte. Also im Sinne von, wenn du säst, wenn du sagst, okay, ich habe hier einen Wunsch, ich möchte gern in die und die Richtung gehen, ich möchte mich jetzt selbstständig machen oder eben auch nicht, ich möchte jetzt wieder in den Job zurück, ist ja auch eine Möglichkeit. Und da ist aber jetzt nichts in Aussicht, in welcher Form auch immer, dann bleib trotzdem dabei und wisse, dass du die Samen gesät hast und dass die bei Zeiten natürlich auch aufgehen werden. Und ja, es kann natürlich sein, dass du hier sitzt und wartest. Du hast dich von etwas Altem befreit. Das kann natürlich sein, zum Beispiel ein Job, eine Arbeit, eine Partnerschaft. Es kann sein, eine alte Denkweise.
Und da bist du erstmal ganz befreit und das ist durch und durch beglückend, wie halt diese Energie der Karte auch sagt. Also das ist ein riesengroßer Fortschritt, den du da machst. Dann sitzt du da, ja, okay, ich habe die Samen gesät, ich warte, okay, alles Wunderbärchen. Und dann tut sich das aber nicht so, wie du es gerne hättest. Also das heißt, es ist vielleicht nicht so schnell, dass sich da irgendwas Neues auftut. Und dann sitzt du da und bist enttäuscht, weil die 5 der Kelche spricht nämlich von der Enttäuschung. Und damit sitzt du dann da und siehst natürlich, da sind hier 4 Kelche, die hier rumliegen, die leer sind, aber der eine volle Kelch, der hier hinten noch ist, den siehst du tatsächlich nicht, weil du natürlich in diese Richtung schaust. Und Enttäuschung ist natürlich schon mal eine bittere Pille, die man manchmal schlucken muss. Aber die Frage, die sich gleichzeitig daraus ergibt, ist natürlich, wo habe ich mich denn getäuscht? Denn eine Enttäuschung beinhaltet, dass man vorher eine Täuschung hatte. Und das kann sein, dass man halt selber sich irgendetwas vorgemacht hat, dass man eine Erwartungshaltung hatte, natürlich, weil sonst würde es nicht gehen, eine Erwartungshaltung hatte, die jetzt nicht erfüllt wurde. Vielleicht mit einem Partner zusammen, vielleicht hast du dir, wie gesagt, irgendwas ganz Konkretes erhofft und letztlich oder das sogar erwartet, aber letztlich ist es nicht so eingetroffen und du bist enttäuscht. Das Spannende ist, dass wir ja natürlich manchmal auch Umwege gehen müssen. Das bedeutet, das Erstbeste, was da auf uns zukommt, was wir glauben, das ist es jetzt, das ist es dann gar nicht. Da gibt es so eine schöne Geschichte von einem Unternehmer. Ich weiß gar nicht, aus welchem Buch das ist. Das ist von, ich weiß nicht, ob es von Wallace D. Wattles ist oder so. Ganz altes Buch. Da geht es darum, dass ein Unternehmer im Begriff war, einen Deal mit einem anderen Unternehmer zu machen. Und er hat sich also richtig drauf eingeschossen und das war richtig gut und er war richtig in der Freude und hat gesagt, ja, das ist toll und das ist richtig gut. Und dann ist dieser Deal wirklich ganz kurz vorher geplatzt und er war keine Sekunde enttäuscht. Er hätte sich natürlich gefreut, wenn das Ding durchgegangen wäre, aber er hat sich gesagt, okay, dann war das noch nicht das Beste, weil er mit der Einstellung in sein Leben, durch sein Leben lief, ich erwarte nur das Beste. Und wenn etwas nicht klappt, dann ja, ist es halt noch nicht das Beste. Und ich finde diese Einstellung wirklich großartig, weil wir niemals wissen, mit unserem begrenzten Erbsenhirn hier, mit unserem Verstand, was da wirklich Großes letztlich auf uns wartet, wenn wir es noch nicht erfahren haben. Also geht es auch hier drum tatsächlich, worüber bist du wirklich enttäuscht? Was ist es denn? Was hat die Enttäuschung zur Grundlage und wo ist die Ursache dafür? Vielleicht hast du das Gefühl, du hast viel investiert in etwas, in jemand und da ist halt das nicht so rausgekommen, wie es wollte. Du hast vielleicht, ja, Steinböcke neigen auch ein bisschen zur Kontrolle, das wirst du wissen. Und auch wenn du einen Aszendent Steinbock hast, dann wirst du wissen, dass Kontrolle definitiv ein Thema für dich ist, weil einfach, und das ist überhaupt keine Verurteilung oder keine Bewertung, sondern weil Steinböcke einfach nur mal so geartet und so gelagert sind. Da ist ein Erdelement, genauso wie die Jungfrauen und wie die Stiere. Da geht es darum, eben die Dinge auch dingfest zu machen und im Außen natürlich auch möglichst die Obachter drauf zu haben und zu kontrollieren, ob das alles auch wirklich so richtig läuft. Ich unterstelle hier niemandem irgendwelche niederen Absichten. Nur, dass natürlich Kontrolle tatsächlich eigentlich dafür da ist, dass man sie irgendwann auch mal loslässt, weil das Leben kannst du nicht kontrollieren. Denn letzten Endes ist das Leben immer Veränderung und zwar so, wie du es dir gar nicht ausmalen kannst. Niemand von uns kann das. Und das birgt aber natürlich dann wiederum, wenn wir da Erwartungshaltung hatten, natürlich auch schon mal die eine oder andere Enttäuschung. Ideal ist, wenn wir natürlich daraus lernen und wir sagen, okay, vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel gewollt, vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel erwartet. Es war wahrscheinlich auch noch nicht so das Beste und letztlich haben wir aus allen diesen Situationen immer die Möglichkeit, die Chance zu lernen, um es natürlich das nächste Mal anders zu machen, besser zu machen, wenn man hier von besser reden kann. Also letztendlich ist es ja so, wenn wir die Dinge erkennen und wir sind gewillt und offen dafür, okay, beim nächsten Mal halt die Dinge anders anzugehen, vielleicht unsere Erwartungshaltung tatsächlich runterzuschrauben oder tatsächlich komplett loszulassen, dann kann auch da ein ganz anderer Weg plötzlich sich zeigen, weil du deine Energie nicht so auf eine bestimmte Sache fokussierst und das muss nur so passieren. Das kann nicht anders sein, sondern du gibst dem Universum die Möglichkeit, wirklich aus der Vielfalt dir die Lösung zu liefern, die für dich dann auch perfekt ist.
und mit der du glücklich bist und die dich weiterbringt. Ja, und die 6 der Münzen, da haben wir halt natürlich, da kommt so ein bisschen das Geld ins Spiel. Wir haben natürlich mit den 7 Münzen auch Geld, Materie, weil hier haben wir natürlich ganz klar die Erde und so weiter. Das ist ja auch Steinbock-Energie natürlich. Was das Tolle bei Steinböcken ist, sie haben ein unglaubliches Durchhaltevermögen oftmals. Also das heißt, sie sind verlässlich und sie haben Durchhaltevermögen. Auf sie kannst du dich wirklich verlassen. Sie übernehmen auch Verantwortung. Aber sie haben im Umkehrschluss auch mal diesen kleinen Kontrollgnom im Kopf, der da irgendwie die Dinge lenken möchte, so nach ihrem Willen. Ja, und der Wille ist halt natürlich ein menschlicher. So, und der göttliche Wille steht über dem. Das heißt, wenn da natürlich die Dinge nicht im Einklang sind, nicht in der Harmonie sind, dann, ja, dann kann er schon mal zu diesen Sachen führen. Ja, also die 6 der Münzen, da haben wir bei hier auch natürlich die Großzügigkeit. Bist du denn großzügig, ist hier die Frage. Es ist der Hinweis hier, großzügig zu sein, mit sich, mit anderen natürlich auch. Es sollte ausgeglichen sein, also nicht, dass du einen Menschen bevorzugst mit dem, also wenn du jetzt Kinder hast zum Beispiel, solltest du eigentlich natürlich nicht dem einen 100 Euro geben und dem anderen nur 20 oder so. Ich will mich da natürlich in keine Familienangelegenheit reinstecken, aber einfach nur so, es geht halt um Ausgeglichenheit, es geht um Harmonie. Manchmal ist es auch besser, jemandem nichts zu geben, weil er dadurch natürlich auch ein bisschen mehr lernt, aber nicht so aus diesem Willen heraus, also aus diesem, nee, du kriegst nichts oder so, weißt du, so dieses nicht so Schöne. Also aber auch, was gönnst du dir vielleicht nicht? Vielleicht ist bei dir auch das etwas unausgeglichen, wenn du vielleicht dazu neigst, ein bisschen sehr sparsam zu sein und sagst, ja, meinetwegen auch für andere immer, für die Familie alles Mögliche tust, aber dir selber gönnst du nichts. Und das ist natürlich auch eine Disharmonie, die es auszugleichen gilt. Und dementsprechend ist es hier auch nochmal im Juni ein bisschen drauf zu achten, dass die Dinge wirklich im Gleichgewicht sind. Genau, und der Bube der Kelche, das ist natürlich wieder eine Chance. Buben sind ja immer Chancen. Und das Schöne ist, es kann sein, dass ich das hier wirklich auf die 5 Kelche beziehe. Also wenn du jetzt gedacht hast, hier ist eine Situation mit einem Menschen, dann bist du enttäuscht, weil das nicht so hingehauen hat. Und dann kann es sein, dass es natürlich auch Stress gab und so weiter und so fort. Ja, dann kommt aber letztlich auch dieser Ausgleich. Und er kommt wieder oder sie kommt auf dich zu und macht dir ein von Herzen ehrliches Angebot. Also sprich die Versöhnung, reicht dir die Hand zum Beispiel. Oder für diejenigen, die jetzt, was weiß ich, die jetzt sagen, hier, okay, ich bin von meinem Partner enttäuscht, von meiner Partnerin enttäuscht, irgendwie, das hat alles nicht so funktioniert. Ja, aber wenn dieser Partner gar nicht der Richtige für dich war, so gesehen, dann geht es natürlich darum, auch im Außen, Münzen, Außen, Erdelement, dir natürlich den passenden zu liefern. Also wenn du zum Beispiel sagst, na ja, okay, das war jetzt gerade nicht so toll, aber da ist doch noch irgendjemand anders. Da muss doch von den 8 Milliarden, die auf der Erde rumlaufen, irgendeiner für mich dabei sein. Ja, und es kann sogar sein, dass es ein Verflossener ist, der jetzt sozusagen wieder ankommt und dich um Verzeihung bittet. Das ist auch möglich. Es ist auch möglich, dass hier ein Heiratsantrag liegt. Es ist auch möglich, dass hier dir ein Herzenswunsch erfüllt werden soll, egal auf welche Art und Weise. Also etwas, was dir am Herzen liegt und ja, dass du vielleicht gedacht hast, der Ausgleich kommt gar nicht mehr, aber jetzt kommt er dann doch und es ist eine Chance, eine Möglichkeit. Es kann ein Mensch sein, der auf dich zukommt, das kann aber auch sein, dass es einfach eine Gelegenheit ist, etwas, was du siehst, liest oder hörst im Gespräch oder am Schaufenster, plötzlich auf einmal im Augenwinkel siehst du da was. Ja, oder es ist jetzt Flohmarktzeit, vielleicht ist da ja auch irgendwie was und ja, also auf jeden Fall liegt hier eine Chance zur Versöhnung, eine Chance in einer Herzensangelegenheit, ein Impuls, da wieder, also auf jeden Fall was ganz, ganz Schönes und ja, es kann ein romantisches Dinner, eine Einladung sein natürlich, gucke mal, was ich auch sehr schön finde, ist dieses kleine, niedliche, fliegende Schweinchen hier oben, es ist echt obersüß, ja. Also das Glücksschwein ist auch unterwegs und hier ist bei allem, was hier nicht so ja nicht so funktioniert hat, eben doch ein Happy End so gesehen. Es ist auch durchaus möglich, dass du eben dich aus einer bisherigen Beziehung tatsächlich befreit hast, dass du sagst, nee, das geht so jetzt nicht mehr. Und ja, die Samen, die du gesät hast, sind halt tatsächlich welche, die wo es in eine glückliche Partnerschaft geht. Und dass diese alte Partnerschaft tatsächlich noch so ein bisschen nachklingt im Sinne von dieser Enttäuschung, weil du halt gehofft hast, es ist derjenige oder diejenige und dann ist es das halt leider doch nicht. Aber wie gesagt, es kommt letztendlich zum Ausgleich in irgendeiner Form auch im Außen
Aber du darfst ja dir auch natürlich einiges genehmigen und erlauben und es dir gut gehen lassen. Und wer weiß, vielleicht sagst du dir, okay, gut, ich habe mir das jetzt verdient. Ich gehe jetzt einfach in eine schöne Strandbar, ich bestelle mir schönen Aperol Spritz oder was auch immer. Und da plötzlich, alter Daus, da sitzt da jemand. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wieso diese Legung für mich jetzt hier so sehr romantisch und auf Beziehung aus ist, weil es kann natürlich auch jedes andere Thema in deinem Leben betreffen. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja gerade für diejenigen, die jetzt zuschauen, das Thema. Genau. Und du siehst, ich versuche aber die Energien so zu erklären. Also es kann natürlich sein, wie gesagt, dass du dich aus einer beruflichen Situation herausschälst und herauswächst und und dich befreist und loslässt und so weiter und so fort. Das ist ja alles Mögliche, auch in Freundschaften und so weiter. Nimm jeden Lebensbereich, den du hier für dich als richtig erachtest. Und hier kann das natürlich auch eine Geldanlage sein, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Die 7 Münzen können auch eine Geldanlage sein und vielleicht hat sie nicht, wirft sie nicht so viel ab, wie du es gerne hättest. Aber das wäre jetzt zu sehr. Da kann ich noch 1000 Situationen letztendlich dann mal mit reinbringen. Mache ich natürlich jetzt nicht. So, okay, am unteren Kartenrand haben wir den Aufbruch zu neuen Ufern. Jawollo. Ja, der Aufbruch zu neuen Ufern, das ist das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und das beinhaltet offensichtlich auch, dass hier eine Befreiung stattfindet, dass hier wirklich sich aus alten Mustern rausgepellt wird, etwas wird hinter sich gelassen. Es wird großes Loslassen, heißt es ja sogar, das ganz große Loslassen. Also hier ist auch eine Menge Klarheit unterwegs, das heißt, dir wird etwas klar, du hast eine Erkenntnis oder 2 oder 5 und das Boot ist auch bereits unterwegs. Also es ist tatsächlich so, dass die Geschichte schon am Laufen ist und du wirst wissen, was ich meine. Es ist schon in Bewegung, es gibt kein Zurück mehr, das Boot ist unterwegs. Genau. Okay, dann wollen wir doch jetzt mal gucken, was habe ich jetzt genau? Jetzt möchte ich natürlich mal wissen, welche Energie der Kristalle unterstützt dich jetzt hier? Steinbock, Sonne, Mond, Aszendent im Monat Juni 2024. Steinbock, was? Oh, die möchte. Okay. Ach, den Amethyst. Na sowas. Trust your intuition. Vertraue deiner Intuition. Amethyst ist ja ein wirklich sehr weit verbreiteter Stein. Ich habe ja hier auch haufenweise Steine davon liegen. Ich liebe sie sehr. Hier habe ich zum Beispiel einen, der ist auch ganz besonders schön. Ja, also Amethyst unterstützt deine Intuition, unterstützt dich bei deiner Klarheit. Und ja, das ist natürlich schon mal eine gute Kombination hier. Also wenn du noch so ein bisschen Unterstützung da brauchst, dann nimm dir einen Amethysten. Allerdings auch immer mit der Maßgabe tatsächlich deiner Intuition zu vertrauen und deinen menschlichen Willen ein bisschen zurückzuschrauben. Denn der ist, wie gesagt, ja, ein Verstandesding und ist begrenzt. Okay, ja, jetzt möchte ich mal gucken, was hier die Lenormand-Karten nochmal so sagen für die Steinböcke. Steinböck, ja, Steinböck. Steinbock, Sonne, Mond und Aszendent für den Monat Juni 2024. Was ist hier los? Das ist hier nochmal eine Botschaft der Lenormand-Karten. Wir haben hier den Park und wir haben den Kompass. Ach, guck mal an, da will noch eine. Und dann haben wir die Masken. Okay, ja, das ist spannend. Ich glaube, bei den anderen hatte ich nicht so viele. Der Park, die Öffentlichkeit. Also hier geht es darum, vielleicht auch etwas öffentlich zu machen. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn du die Klarheit hast, wenn du sagst, okay, das geht so nicht mehr, in welchem Lebensbereich auch immer, das kann natürlich eine Trennung beinhalten. Es kann eine Trennung beinhalten, weil man dann auch den Freunden, den Verwandten und so weiter sagt, wir haben uns getrennt, als Beispiel. Die Öffentlichkeit kann aber auch sein, hier in dem Fall, nee, Behörden können es eigentlich nicht sein. Weil das hat was sehr Privates. Also, obwohl es die Öffentlichkeit ist, also früher hat man sich ja, so zum Zeiten, wo die Lenormand-Karten entstanden ist, hat man sich halt in Parks getroffen, in öffentlichen Parks. Und das heißt, hier haben wir mit der Öffentlichkeit allerdings auch, es kann auch Social Media sein. Es kann sein, dass es hier um Gruppen geht, also das soziale Umfeld auch. Was haben wir hier? Wir haben hier wir haben mit der 20 auch noch zusätzlich, ja, die 20, guck mal, hier haben wir auch die 20, ne? Die 20 ist die weichste Zahl, die es gibt.
Weil da haben wir mit der 2 die Intuition, mit der 0 das Universum, da ist ja alles und nichts enthalten in der 0. Und es geht wirklich auch darum, die Intuition zu beachten. Wir haben mit der 8 hier unten, unten rechts auf der Karte, haben wir natürlich den Hinweis auf die Lemniskarte, auf die Balance, auf die Ausgeglichenheit, auf die Harmonie. Und ja, hier wird etwas ganz offensichtlich in die Harmonie gebracht. Das kann halt über die Öffentlichkeit sein, etwas öffentlich machen. Wenn du dich von etwas befreist, kann es tatsächlich sein, ich ziehe aus, ja. Und natürlich ist das dann auch öffentlich. Und spannend, was haben wir hier? Warte mal, ich muss mal weitermachen. Dann haben wir hier den Kompass. Den Kompass. Und wir haben die 42, das zusammen gibt die 6. Die 6 steht unter anderem natürlich für den Mut, für die Kraft, weil es ist die körperlichste Zahl. Wir haben mit der 6 auch die Entscheidung. Ja? Also wenn du deinen Kompass entsprechend ausgerichtet hast und deine Richtung festgelegt hast, dann hast du auch die Entscheidung. Und ja, die Steinböcke aufgrund ihrer Erdverbundenheit brauchen auch oftmals tatsächlich ein bisschen länger für manche Entscheidungen und halten halt sehr lange an Dingen fest. Und ja, und wenn du jetzt deinen Kompass neu ausrichtest und die Begrenzung, die 4 löst und in die Intuition gehst, dann kommst du auch in die Entscheidung, in die Kraft, in den Mut, vorwärts zu gehen. Und natürlich auch ein ganz klarer Hinweis, die Basis sollte deine Liebe zu dir selbst sein. Also Selbstliebe. Selbstliebe ist eine Basis, ist eine Säule, mit der wir unterwegs sind. Selbstvertrauen, also Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen natürlich. Dann haben wir die Selbstliebe und den Selbstwert. Und mit der 42,6 haben wir natürlich den Hinweis auf die Selbstliebe. Also vielleicht solltest du aus Liebe zu dir selbst deinen Kompass neu ausrichten, um die Begrenzungen zu überwinden. Höre auf deine Intuition, haben wir hier auch mit dem Amethysten Trust Your Intuition. Ja, und was passiert dann? Dann haben wir mit der 40 die Masken und darum geht es natürlich auch, hinter die Masken zu schauen, Masken eventuell fallen zu lassen, die eigenen Masken, nicht mehr dem schönen Schein zu vertrauen, sondern wirklich in dich zu schauen. Die 20, wie gesagt, da haben wir zweimal hier die 20, da geht es wirklich um die um das Innen, um das ganz große Innen, die weichste Zahl. Mehr geht gar nicht. Also und das Maske heißt ja immer, ich setze mir irgendetwas davor und täusche etwas vor vielleicht. Wir haben hier die Enttäuschung. Vielleicht ist es Zeit, dass du hinter die Maske schaust von jemandem und erkennst, was da die Wahrheit ist und kannst dann aus dieser Täuschung einen Gewinn machen. Und die 6 der Münzen, hier haben wir wieder mit der 6 auch die Selbstliebe und den Mut. Und wir haben mit den 6 Schwertern die 6. Da haben wir auch wieder die Selbstliebe, den Mut und die Entscheidungskraft, weiterzugehen. Das ist wirklich schon sehr spannend. Und hier nochmal die 6. Also wir haben hier 40. Das ist tatsächlich passend mit den Masken. Das ist eine sehr begrenzte Geschichte. Also die 0 verstärkt in dem Fall jetzt auch noch die 4. Genauso wie die 0 hier die 2 verstärkt. Und ja, was verstärkt sie denn? Ängste, Begrenzungen, also auch Verantwortung, also viel zu viel Verantwortung, zum Beispiel Steinböcke, ne, auch ein Thema Verantwortung und so. Also vielleicht ist das aber alles ein Schein gewesen und du erkennst jetzt, dass du dich daraus befreien darfst, dass du gar nicht so viel Verantwortung tragen musst und dass du dich vor allem auch getäuscht hast. Hier mit der Maske und so haben wir die Täuschung wieder dabei. Ne? Also spannend. Ja, also scheint für dich ein super, super, super interessanter Monat zu werden, aber ich sehe das hier alles so positiv, weil du gehst deutlich mehr nach innen und erkennst einfach, vielleicht ist es wirklich dein Ding jetzt aus dieser Starrheit der Materie, die ja schwerfällig ist und wo es lange dauert, bis sich was verändert letzten Endes. Der Geist ist ja sehr viel schneller. Vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit tatsächlich, dieses sehr festgefahrene Konstrukt von manchen Dingen, also Verantwortung übernehmen, immer nur verlässlich sein und immer nur, ja, und auch so vielleicht nicht veränderungswillig zu sein, dass das jetzt bei dir ein bisschen aufbricht und du sagst, okay, Masken fallen lassen, Kompass neu ausrichten und dann auch wirklich mich der Welt vielleicht sogar mitteilen. Vielleicht hast du auch das Bedürfnis, dich beruflich so neu auszurichten. Ich sagte Social Media,
dass du vielleicht auch einen YouTube-Kanal machst. Vielleicht hast du ja Lust, Karten zu legen. Kann ja auch sein. Dann schick mir bitte mal den Link von deinem Kanal. Würde ich mir gerne angucken. Ja, also diese schönen Dinge. Es ist ja viel, viel möglich. Auf jeden Fall ist hier Veränderung bereits unterwegs. Und hier ist ganz klar, es ist Veränderung. Wen haben wir denn hier drunter? Die Liebenden. Da haben wir wieder eine 6. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Die Liebenden, das ist die Entscheidung zu dir selbst. In erster Linie. Die bedingungslose Liebe zu dir selbst und die Entscheidung zu dir. Also, du solltest dich jedes Mal fragen, bei jeder Entscheidung, die du triffst, im Grunde genommen, ist das etwas, was für mich stimmt? Manchmal stimmen Dinge, aber sie fühlen sich nicht gut an. Dann mach's trotzdem. Also die Entscheidung ist, okay, wenn ich dann halt ein paar Dinge noch auf dem Weg ausräumen muss, dann mache ich das halt. Aber es tut mir gut. Ich weiß, dass es letztendlich zu meinem Besten ist. Und ich tue das aus Selbstliebe heraus. Großartig. Großartig. Veränderung aus der Entscheidung zu dir selbst, das ganz große Ja zu dir selbst, kann halt auch mal ein Nein zu den anderen bedeuten, aber das ist ja nicht weiter dramatisch. So, also für die anderen vielleicht schon, aber für dich nicht. Für dich ist das eine Befreiung und damit bist du besser in der Spur, als wenn du sagst, naja gut, um des lieben Friedens willen oder sowas. Das ist kein guter Rat. Und Angst übrigens auch nicht. Also hier 4, ne? Die 4. Die Begrenzung überwinden, sich nicht davon mehr so beeinflussen zu lassen, sondern wirklich den eigenen Weg zu gehen, aus Selbstliebe heraus und sich zu befreien, aus den alten Konstrukten, der Intuition natürlich zu vertrauen. Auch, dass du die Saat, die du gesät hast, dass die aufgehen wird, ohne dass du da am Gras ziehen musst. Und erwarte Chancen, Möglichkeiten, die dein Herz berühren. Ja. Jetzt habe ich noch den Satz im Kopf, alles kommt irgendwann in den Ausgleich, als ich jetzt nochmal meinen Blick hier auf diese Karte hatte. Sodele, also, was haben wir hier mit den Engel- und Ahnen-Orakelkarten noch für die Steinböcke für den Monat Juni? Für eine Botschaft bitte. Steinbock, Juni, Sonne, Mond, Aszendent. Die unterste, okay. Zerbrochener Pfeil, nimm die Energie des Friedens in dich auf. Ja, es kann natürlich sein, dass man mit Enttäuschungen auch mal so ein bisschen giftig wird, ne? Und nicht mehr ganz so friedlich ist. Ich guck mal, was hier steht im Buch. Zerbrochener Pfeil, spannend. Die Karte hatte ich noch nie. Okay, also. Zerbrochener Pfeil. Wo bist du? Wo bist du? Aha, okay. Zerbrochener Pfeil, nimm die Energie des Friedens in dich auf. Botschaft, gib das Bedürfnis zur Selbstverteidigung auf und bereite dich auf ein Friedensangebot vor. Du bist sicher. Ach, Friedensangebot, gucke mal hier, der Bube der Kelche, das ist ein Friedensangebot. Über das Symbol. So wie die Pfeilkarte Verteidigung und Schutz symbolisiert, symbolisiert die Karte mit dem zerbrochenen Pfeil den Frieden. In den Traditionen der amerikanischen Ureinwohner bedeutete der zerbrochene Pfeil, dass die Stämme einander nicht mehr bekriegten, sondern miteinander Bündnisse schufen. Siehst du in der Meditation, in einer Vision, im Traum oder in einem Reading einen zerbrochenen Pfeil, dann ist das eine Botschaft, dass du nicht mehr zu kämpfen brauchst, weil der Frieden gekommen ist. Der zerbrochene Pfeil ist ein mächtiges Symbol für Harmonie, Gelassenheit und Gemeinschaft. Ach, wie schön ist das, ich kriege gerade überall Gänsehaut, das ist ja toll. Das rauscht richtig runter hier. Erweiterte Botschaft. Wenn du einer Situation ausgesetzt warst, in der du das Bedürfnis hattest, dich zu verteidigen oder das zu beschützen, was deinem Gefühl nach richtig ist, dann wisse, dass das jetzt bald vorüber ist. Die Ankunft der Karte des zerbrochenen Pfeils leitet dich dazu an, zu sehen, dass die Energien des Lichts jetzt hereinkommen, um alle Dunkelheit vorzuspülen. Du kannst deine Schilde und deinen Schutz niederlegen. Du bist jetzt in einer Situation, in der man dir und deinen Bedürfnissen gerecht wird. Guck mal hier, ne, da die 6 Münzen. Spannend. Auseinandersetzungen werden beendet. Unstimmigkeiten gelöst. Stell dich darauf ein, die Dinge nochmal durchzusprechen und biete den Frieden an, den du gern hättest. Um von jetzt an mit weniger Angst fortzufahren, ist es wichtig, dass du dich von der Vorstellung verabschiedest, dass die Situation oder die Beteiligten dich verletzen könnten, denn das würde sich nur gegen dich richten.
Wisse, dass deine Engelführer und Ahnen im Kreis um dich stehen, dich beschützen und dich liebevoll vorwärts geleiten. Ja, es kann auch sein, dass wenn man hier mit dem Gericht zum Beispiel, dass man wirklich alte Kämpfe ausgibt, weil man aufgibt, weil man erkannt hat, dass das nichts bringt. Dass man Frieden sich damit erschafft, so gesehen, indem man diese alte Energie loslässt und damit natürlich befriedet. Wundervoll. Okay. So, und dann habe ich jetzt noch eine letzte Karte und diese Legung ist exorbitant lang geworden, sehe ich gerade. Okay, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn hier noch von der liegenden 8 für eine letzte Botschaft für die Steinböcke, Sonne, Mond, Aszendent. Das Heilsein. Wow, wie schön. Die liegende 8 sendet die Energie des Heilseins zu mir. Mein gesamtes Sein wird unaufhörlich von dieser heilsamen Frequenz durchflutet und neu ausgerichtet. Mein Körper ist der Tempel für meine Seele. Was für eine schöne Karte. Ja, das kannst du natürlich gerne abfotografieren und dir auch aufschreiben als Mantra, was auch immer. Sehr, sehr schön. Ja, und das soll es jetzt tatsächlich für diese Legung, für diesen Monat gewesen sein. Ich danke dir von Herzen fürs Zusehen. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Und ja, gerne natürlich liken, kommentieren, Kanal abonnieren. Das interessiert mich natürlich immer sehr, was ihr eigentlich so dabei auch empfindet, weil ich finde diese Legung jetzt echt auch großartig. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und ja, würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Legung wieder mit dabei bist. Und sag bis dahin alles Liebe dir. Namaste.